So, hallo und herzlich willkommen zu StarCraft for Beginners Teil 13. Heute ist Montag, der 17.10.2011. Und heute wollen wir uns ein bisschen mit Zerg-Makroübungen beschäftigen, nachdem wir uns also das letzte Mal größtenteils oder was heißt größtenteils, nur einmal um Terraner-Makro gekümmert haben und dann anschließend um Protoss-Makro, wollen wir uns heute ein bisschen mit dem Zerg-Makro beschäftigen, das ja ein bisschen anders abläuft und wo ein, zwei Dinge anders berücksichtigt werden müssen. Ich wollte auch heute im Grunde gar nicht groß drum herum reden. Ich denke, in den letzten zwei Videos ist relativ klar geworden, worauf es mir eigentlich ankommt bei dieser Art von Übungen. Wie gesagt, die Übungen, die wir hier machen, sind keine ausgearbeiteten Build-Orders. Es sind auch keine Strategien, die man unbedingt in der Ladder benutzen muss, obwohl wir gesehen haben, dass die Terraner-Makro-Übung wirklich sehr viel Potenzial bietet, vor allen Dingen für Bronze- und Silberliga. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr das gerne mal in der Ladder ausprobieren und gucken, wie weit ihr damit kommt. Worum es mir aber vor allen Dingen ging, war einfach zu sehen, dass wir häufig, solange wir noch Bronze und Silber spielen und an diesen Kleinigkeiten feilen müssen, wir häufig falsche Wahrnehmungen haben von dem, was eigentlich bildtechnisch möglich ist und von dem, was nicht möglich ist. Dass wir also sehr, sehr häufig denken, wir hätten jetzt massenhaft Mineralien übrig und das wäre immer so zu diesem Zeitpunkt im Spiel. Oder andersrum, dass wir zu diesem Zeitpunkt einfach nicht mehr Gebäude und nicht mehr Einheiten haben können, weil wir eben einfach gar nicht genügend Geld dafür haben. Was aber wieder darauf basiert, dass wir eben vergessen haben, zum Beispiel konstant Arbeiter zu bauen oder dass wir vergessen haben, konstant Einheiten zu produzieren oder dass wir vergessen haben, uns unser Supply nachzubauen, sodass wir dann also in einen Supply-Block gewandert sind oder letztendlich eben auch, dass wir einfach nicht daran gedacht haben, überschüssige Ressourcen auszugeben in irgendwelche Produkte. Welche spielt da erst einmal gar keine so große Rolle, aber wenn wir zusehen, dass wir ständig Arbeiter bauen und dass wir Einheiten bauen und dass wir uns auch nicht blocken mit dem Supply, dann bleibt irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt im Spiel einfach Ressourcen übrig und diese Ressourcen sollten wir dann eben in etwas hineinstecken. Worin das war oder worein wir diese Ressourcen dann stecken wollen, das war jetzt erstmal nicht so entscheidend für uns und nicht so wichtig. Darum wollte ich mich jetzt bei diesen Übungen nicht kümmern. Da komme ich nochmal drauf zurück. Ich hatte mir überlegt, dass wir dann vielleicht in einer der nachfolgenden Sendungen mal versuchen, von dieser Übung, die wir jetzt als Basisübung einfach mal angesehen haben, dass wir dann versuchen, uns von da aus mal weiter aufzubauen. Ne? Ich hatte mir das also schon ein bisschen überlegt, auch damit mal ein bisschen rumgespielt und gemerkt, dass das recht erstaunliche Ergebnisse liefert. Von daher werde ich darauf bestimmt nochmal zurückkommen. Aber jetzt erstmal wollen wir uns nur darum kümmern, dass wir in unsere mentale Checkliste hineinbekommen, dass wir also konstant Arbeiter bauen, dass wir konstant unsere Produktion aufrechterhalten, dass wir uns nicht Supply blocken und wann immer wir Mineralien übrig haben, genau dann wollen wir zusätzliche Gebäude bauen. In dieser Übung erstmal nur Produktionsgebäude für Tech-1-Einheiten, für Tier-1-Einheiten, wie die auch in englischen Foren gerne genannt werden. In unserem Falle also entweder Marines oder Zealots oder Zerglinge. Das war das, worum es uns ging. So, jetzt wollen wir, nachdem wir das also für Terraner und für Protoss gemacht haben, uns heute einmal für Zerg ansehen. So, lustigerweise haben wir sogar hier schön zum Vergleich zwei Zerg-Spieler. Wir werden uns aber hier auf Azrael konzentrieren, denn er hat in diesem Spiel lange Zeit One-Base gespielt und genau das ist das, womit ich auch in diesem Spiel anfangen möchte. Ich weiß, und da werden jetzt sicherlich schon einige Zerg-Spieler aufschreien, One-Base bleibt man normalerweise als Zerg möglichst selten und auch nach Gelegenheit möglichst kurz. Man sollte also normalerweise versuchen, seine Natural, die in diesem Fall hier liegt, die Natural Expansion, so schnell wie möglich zu nehmen mit einer zweiten Hatch. Ja, natürlich nur dann, wenn es sicher ist. Man sollte also vorher rechtzeitig scouten den Gegner und gucken, was der so treibt, damit man sich im Zweifelsfall darauf einstellen kann. Bei Zerg versus Zerg gelten nochmal andere Regeln. Aber vor allen Dingen Zerg gegen Protoss oder gegen Terraner sollten normalerweise gucken, wie sicher es ist, tatsächlich eine Natural zu nehmen, bevor man sie nimmt. Aber darum wollen wir uns, wie gesagt, heute gar nicht kümmern. Worum es mir geht, ist, dass wir einfach wieder ein bisschen diese Makromechanismen sehen und gucken, wie wir die ein bisschen verbessern können und wie wir das trainieren können, dass wir einfach unsere mentale Checklist ein Stück weit entlasten, sodass es uns leichter fällt,
die Schritte zu machen, die auch wirklich wichtig sind und uns einfach daran zu erinnern. Denn wir hatten in den letzten Videos ja eindrucksvoll erlebt, dass es gar nicht so sehr auf Geschwindigkeit des Spielens ankommt, sondern dass es einfach nur um mentale Leistung geht. Denn bei den Beispielspielen, die ich ja gezeigt hatte, hatten häufig die Spieler höhere APMs, als ich dann letztendlich in den Trainingsspielen, die ich angesetzt hatte. Nichtsdestotrotz war meine Produktion letztendlich effektiver, was aber wie gesagt nicht an meiner Geschwindigkeit lag, sondern einfach daran, dass ich mich 8 Minuten lang darauf konzentriert habe, genau die Schritte abzuarbeiten, die ich abarbeiten wollte. Das ging trotz allem, trotz voller Konzentration, nicht hundertprozentig vonstatten, aber das Ergebnis war doch sehr, sehr eindeutig und meines Erachtens auch sehr augenöffnend. So, dann schauen wir uns das hier also mal an, ohne jetzt weiter darauf rumarbeiten zu wollen. Upsa, das läuft gerade auf schneller mal 4, das wollen wir mal lassen. So, Entschuldigung, man hört es, ich bin immer noch erkältet. Leicht und auch immer noch leicht heiser. So, im Grunde geht es jetzt auch hier eigentlich nur darum, ich habe wieder ein Spiel ausgesucht, bei dem 8 Minuten lang die beiden sich nicht sonderlich drapieren, beziehungsweise sich gegen, nicht drapieren, sondern sich drangsalieren, ne, sich gegenseitig 8 Minuten lang nicht drangsalieren, nicht angreifen oder irgendwelches fancy Business hier ausprobieren, sondern wo sie sich natürlich ein bisschen scouten, aber das war es auch schon. Damit also beide dieselben Voraussetzungen haben, damit wir in unserem Trainingsreplay dann auch hier dieselbe Voraussetzung haben wie unser Gegner. So, Azrael macht hier schön seinen Extractor-Trick. Ja, das ist eine Technik, die man machen kann. Ja, man nimmt dann also einfach 2 Gas, während diese 2 Gas im Bau sind. Wird ja hier der Supply heruntergesetzt, weil die Drohnen sich ja dann gerade umgewandelt haben in Gebäude. Und in dem Augenblick, wo Drohnen sich in Gebäude umwandeln, wird hier oben Supply frei. Sobald dieser Supply frei geworden ist, gebe ich hier 2 weitere Drohnen in Auftrag und breche dann die Extraktoren ab, sodass ich also einen Augenblick lang dann hier über Supply habe. Und dann eben den Overlord baue, sodass ich also längere Zeit dann auch mit 12 Sonden abbauen kann, anstatt eben nur mit 10, wo ich dann darauf warten muss, dass dieser Overlord fertig wird. Wir hatten aber schon in einem der früheren Replays gezeigt, wenn ich diesen Overlord einfach nur rechtzeitig in Auftrag gebe, dann kann ich tatsächlich stringent durchproduzieren und Drohnen weiter produzieren, ohne diese Pause zu haben. Ob das also tatsächlich so viel bringt, ich weiß es nicht. Ne? Soweit ich weiß, gibt es selbst bei professionellen Spielern da unterschiedliche Meinung zu. So, hier oben haben wir jetzt HITRG, Hütrück, wie auch immer man das aussprechen will, der jetzt hier gerade unbedingt mit 3 Drohnen die Drohne des Gegners loswerden wollte. Man sieht also hier schön, Azrael hat hier unsere schöne Patrol-Technik benutzt, ja, wo wir also hier seine Kreise um die Basis des Gegners zieht mit Hilfe von Patrol-Befehlen. Und damit dann eben sich dementsprechend hier um seine Drohne nicht mehr so sehr kümmern muss, sondern stattdessen jetzt wieder mentale Leistung frei hat, die er hier unten nutzen kann. Er haut jetzt seinen Brutschleimpool raus, der kommt ein bisschen spät, aber letztendlich nicht so schlecht. Der Brutschleimpool sollte natürlich auch nach Möglichkeit so früh wie möglich kommen, denn der Brutschleimpool ermöglicht es uns dann hier eine Queen in Auftrag zu geben und die Queen ermöglicht es uns dann die nächste Ressource abzubauen, die 3. Ressource, die bei Zerg noch eine Rolle spielt und das sind Larven. Neben den Mineralien und dem Gas sind für Zerg nämlich enorm wichtig die Larven. Wenn ich, selbst wenn ich genügend Mineralien und Gas übrig habe, um Einheiten zu bauen, ich dann aber nicht genügend Larven habe, um hier Einheiten zu bauen, dann komme ich wieder in meiner Produktion nach hinten. Ne? Ich blockiere mich in meiner eigenen Produktion. Ich habe zwar genügend Ressourcen und ich hätte auch riesig Lust und ich habe auch daran gedacht, dass ich jetzt gerne Einheiten bauen will, aber ich kann nicht, weil ich einfach vergessen habe, diesen Larven-Inject hier durchzuführen, der mir dann mehr Larven kreiert in einer Runde. Nämlich in dem Falle immer 4 mehr. So, Azrael nimmt hier auch ziemlich viel Gas. Das würde ich so früh im Spiel nicht zwingend empfehlen, denn so viel Gas braucht man normalerweise früh im Spiel eigentlich gar nicht. Es sei denn, man hat vorne jede Menge Roaches rauszuhauen, sehr, sehr früh im Spiel. Dann ist das eine andere Sache. Aber normalerweise reicht spätestens 1 Gas. Für die Übung, die wir später machen werden, werden wir überhaupt kein Gas nehmen, denn wir wollen ja später ausschließlich Zerglinge bauen. Und für alle Einheiten, die wir dann brauchen oder bauen wollen, brauchen wir kein Gas. Von daher ist das danach unerheblich. So, er
Azrael denkt ja auch sehr schön an seinen Larven-Inject. Also er versucht tatsächlich, und das ist eigentlich das, worauf es uns auch nachher ankommen wird, er versucht sehr, sehr regelmäßig daran zu denken, diesen Larven-Inject durchzuführen, genau zu dem Zeitpunkt, wenn der letzte Larven-Inject durch ist, damit er also auch tatsächlich so viele Larven wie möglich heraushaut. Man sieht also jetzt hier, die Zeitlücke ist sehr gering. Da ist der eine Larven-Inject gerade fertig geworden und da spuckt die Queen schon ihre nächsten Larven auf die Brutstätte. Und das ist eigentlich im Grunde auch genau das, was wir machen wollen. Hittrick hat hier inzwischen seine nächste Base gebaut. Das ist wie gesagt ein Standardverfahren, dass Zerg sich also relativ schnell die Natural holt. Eine Zerg-Brutstätte ist ja auch billiger als die Hauptgebäude der anderen Einheiten, der anderen Völker, der anderen Rassen. So, ansonsten makrot er hier eigentlich auch ganz gut. Ja, man sieht also, er hält sein Geld relativ gering. Wenn wir mal so aus Production Tab gucken, dann sehen wir jetzt allerdings zum Beispiel längere Zeit überhaupt keine Produktion. Obwohl genügend Ressourcen hier sind und obwohl auch 7 Larven da sind. Das ist jetzt also genau der Punkt, von dem ich spreche. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, womit er hier beschäftigt ist. Offenbar hat er hier versucht, mit den Zerglingen ein bisschen hin und her zu ringen oder sich darauf zu konzentrieren. Er baut jetzt den Leertech. Also den Bau, wie der auf Deutsch heißt. Produziert aber jetzt, produziert er auch endlich wieder Drohnen, ne, aus den Larven, die er hier längere Zeit angesammelt hat. Hat jetzt aber auch schon wieder 2 Larven zur Verfügung stehen und jede Menge Ressourcen, die er im Augenblick nicht abbaut. Wir sehen auch, jetzt rächt sich das, wovon ich vorhin gesprochen habe. Azrael hat wahnsinnig viel Gas übrig, ja, über 600 hier inzwischen, dass er überhaupt nicht ausgeben kann. Ich wüsste auch gar nicht womit, denn er hat überhaupt keine er hat überhaupt keine Tech-Gebäude, die ihm erlauben würden, Gas auszugeben. Die Brutstätte ist im Augenblick das Einzige, was ihm erlaubt, Gas auszugeben. Sobald die Brutstätte fertig ist, könnten wir auch ein paar Upgrades produzieren, die Gas verbrauchen. Aber wir haben zum Beispiel noch überhaupt keinen Roachworn, sodass wir also keinerlei Einheiten bauen können, die überhaupt Gas brauchen. Von daher ist dieser Gasüberschuss hier Verschwendung. Ist in dem Fall einfach unnötig und überflüssig. Es wäre also sinnvoll gewesen, entweder dieses zweite Gas hier überhaupt nicht zu nehmen, das hätte ich tatsächlich bevorzugt, ja. Oder zumindest, wenn wir es für eine kurze Zeit lang hätten haben wollen, um einen besonders schnellen Tech zu ermöglichen, dann wäre es jetzt sinnvoll gewesen, die Drohnen hier wieder aus dem Gas herauszuziehen, damit sie einfach hier weiter Mineralien sammeln. Denn wie wir sehen, haben wir im Grunde eine Knappheit an Mineralien, die uns hier fehlt. So, wir sind jetzt auch schon über die 8-Minuten-Marke heraus. Jetzt will ich nochmal kurz zurückspulen, damit wir auf genau 8 Minuten stehen. Und dann wollen wir uns mal wie in den anderen Spielen herausschreiben, was eigentlich im Augenblick unser Zerg hier hat. So, Zerg bei 8 Minuten. Wir können uns im Grunde sogar beide mal aufschreiben. Also nehmen wir hier unseren Spieler Nummer 1. So, sein Gesamtsupply liegt bei 45 von 52. Nee, gar nicht. Liegt bei 39 von 42. Ein bisschen höher als der Supply, den wir zum Beispiel jetzt die letzten Male bei Terranern und bei Protoss gesehen haben. Nur minimal. Aber nichtsdestotrotz ein bisschen höher. Das ist aber nicht ungewöhnlich, denn Zerg haben, wie gesagt, im Grunde schneller im Spiel eine sehr hohe Produktionskapazität. So, außerdem wollen wir mal gucken, wie viel ist denn davon Armee und wie viel sind davon Drohnen. So, Armee haben wir jetzt in dem Augenblick. Gucken wir uns das mal an. So, Rot hat 6 Zerglinge. Naja, wir ziehen jetzt mal die Königin nicht zur Armee, obwohl die Königin ja auch angreifen könnte. Das heißt also, im Grunde sind 12 Supply im Augenblick, nee, noch nicht mal, das sind ja nur 6 Zerglinge, das sind ja im Grunde gerade mal 3 Supply, wenn ich das richtig sehe. Augenblick. Das ist aber jetzt wirklich wenig. Sehe ich das richtig? Naja, es sind noch ein paar im Bau. Wir haben also noch ein paar Eier, die hier im Bau sind. Wo noch Drohnen gebaut werden. Aber es scheint mir tatsächlich so, als wären das gerade mal 3 Supply. 3 Army Supply. Okay, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. 3. Einfach nur. 3. So, und Drohnen haben wir jetzt in dem Augenblick. Rot 29. 29 Worker. Das ist nicht schlecht. Das ist eine ganz gute Position. Zumindest für diese Liga. So, und dann haben wir, so wie ich das sehe, also noch 3 Drohnen im Bau, die jetzt dann relativ schnell kämen. Eine Queen können wir, wie gesagt, also im... Ups, Entschuldigung.
Ach, jetzt bin ich gerade erstmal. Wenn man erstmal aus dem Rutsch ist, machen wir also mal 29 plus eine Queen. Und hier unten ist jetzt inzwischen eine weitere Hedge im Bau. Ja, das wäre das. Okay, gucken wir uns für unseren zweiten Zerg-Spieler ebenfalls mal das Verhältnis an. Ah ja, EPM können wir uns gleich nochmal von beiden Spielern aufschreiben. So, der Gesamtsupply wäre jetzt hier in dem Falle 45, also ein bisschen höher von 52. Auch schön zu sehen, beide sind relativ dicht an ihrem Maximal-Supply, also haben nicht zu viel Supply überproduziert. Ja, sehr schön zu sehen. Drohnen. So, gucken wir mal. Die Armee ist in diesem Falle jetzt 7 Sörglinge. Wir machen das jetzt mal hier. 6 Sörglinge. Und hier haben wir 7 Sörglinge. So, dann haben wir nämlich einfach eine bessere Übersicht. So, und dann haben wir Drohnen in dem Falle von Blau lustigerweise ein bisschen weniger, obwohl er schon auf 2 Hedges ist. Hat aber dafür auch 3 Queens. Na, das passt jetzt nicht mehr ganz hier hin, wie ich das haben will. Deswegen schreibe ich einfach mal 3 Queens. So. Okay, so, die EPM wollten wir uns noch anschauen, damit wir also mal einen groben Vergleich haben, wie schnell die beiden hier spielen. So, Rot spielt mit 35 und Blau spielt mit 39. Okay, ja, das einfach jetzt mal so als grobe Übersicht, damit wir also uns nochmal im Kopf behalten, wie viel haben die beiden denn jetzt so in 8 Minuten produziert. So, dann steigen wir jetzt mal aus diesem Replay hier aus und melden uns neu an. Das ist leider das, was ich wieder machen muss, weil das alles noch Replays pre-patch sind. Und dementsprechend schmeißt er mich immer komplett aus dem Battle.net, wenn ich diese Replays zeigen will. So, wir hatten schon gesagt, bei Zerg kommt es uns also zusätzlich zu den normalen Makromechanismen, die die anderen Rassen haben, darauf an, dass wir genügend Larven in Produktion haben müssen. Um mehr Larven zu besitzen, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist eben eine Queen zu produzieren und mit dieser Queen die Larven auf die Hatch zu spucken, damit daraus dann Larven werden und wir die dann benutzen können. Das geht aber natürlich immer nur in regelmäßigen Abständen, denn wir können keine Larven auf die Hatch injizieren, wenn eine Hatch bereits mit Larven injiziert ist. Das heißt also, wir müssen nach bestem Wissen und Gewissen immer dafür sorgen, dass wenn wir eine Hatch haben, sie konstant mit Larven bespuckt wird. Ja, das heißt also, sobald im Grunde die einen Larven fertig sind und auf den Boden plumpsen, müssen wir sehen, dass unsere Queen, die bei der, dass unsere Königin, die bei der Hatch steht, direkt die nächsten Larven hinaufspuckt, damit wir also die bestmögliche Versorgung von Larven gewährleisten. Die andere Möglichkeit, Larven hinzuzugewinnen, ist es einfach, eine neue Hatch zu bauen und dann ebenfalls bei dieser Hatch wieder eine Königin zu produzieren, beziehungsweise schon vorher eine Königin produziert zu haben, die wir dann an diese Hatch schicken und mit dieser Königin dann auch diese Hatch regelmäßig zu bespucken. Ja, sodass wir also tatsächlich dann einfach 2 oder 3 oder 4 Hatches haben, die regelmäßig mit Larven bespuckt werden und das gewährleistet, dass wir so viele Larven haben, wie es uns möglich ist. Wenn wir so viele Larven erst einmal zu einem gewissen Punkt haben, dann wird es sogar passieren, dass wir gar nicht genügend Ressourcen haben, um all diese Larven wegzukriegen. Und das ist eigentlich das, worum es bei Zerg am meisten geht, dass man tatsächlich mit der Zeit ein Gefühl dafür bekommt, wann muss ich denn meine nächste Hatch tatsächlich effektiv nehmen, um meine Larvenproduktion zu optimieren. In den meisten Fällen heißt das für viele Zerg-Spieler einfach nur, dass sie versuchen, so schnell wie möglich einfach ihre zweite Hatch rauszukriegen, damit sie dann eben so schnell wie möglich Larven produzieren können und damit sie aus diesen produzierten Larven dann möglichst schnell Drohnen bauen können, die dann wiederum das Einkommen erhöhen und mit diesem erhöhten Einkommen kann ich dann natürlich auch deutlich mehr produzieren. Und das ist die Zerg-Spezialität. Das ist das, worum es beim Zerg-Spiel vornehmlich gilt. Wir produzieren einfach massig Larven. Mit Hilfe dieser Larven produzieren wir sehr, sehr schnell, sehr, sehr früh sehr viele Drohnen, im Gegensatz zu dem, was der Gegner normalerweise produzieren kann in dieser Zeit. Denn ein Gegner kann, Terraner können zum Beispiel aus jedem Gebäude gerade mal ein einziges WBF bauen. Sie müssten also schon mehrere Kommandozentralen haben, damit sie mehrere Worker auf einmal produzieren können. Dasselbe gilt für Protoss, während Protoss noch den Vorteil haben, dass sie zumindest diese Chrono-Boost-Technologie besitzen, mit der sie also noch etwas schneller Worker produzieren können. Aber die schnellste Produktionsmöglichkeit und Ersatzmöglichkeit haben definitiv die Zerg, wenn sie es denn richtig betreiben. Das heißt also, das ist das, worauf wir uns hier jetzt vor allen Dingen konzentrieren wollen.
der Larven-Inject. Denn wenn wir Larven eben nicht zur Verfügung stehen haben, dann hilft es uns nichts, wenn wir genügend Ressourcen haben und wenn wir genügend Supply haben. Wir können einfach nicht die Einheiten herstellen, die wir herstellen könnten, weil wir eben nicht die Larven besitzen, die wir zu dem Zeitpunkt besitzen könnten, wenn wir denn den Larven-Inject nicht verpasst hätten. Und das sind jede Menge Konjunktive, mit denen wir uns jetzt hier beschäftigen müssen. So, schauen wir uns also mal das Probespiel an, das ich dazu gemacht habe. So, ich habe mir nochmal Ruhe. Jetzt muss ich wirklich nochmal gucken, dass ich das hier alles rauskriege. Mehr Spieler. So, die Zerkverse AI, genau. So, Zerk ist leider auch ganz klar die Rasse, die ich am schlechtesten spiele. Was kein Wunder ist, denn ich habe das Spiel mit Protoss begonnen. Ich habe schon StarCraft 1 Protoss gespielt und bin dann auch bei StarCraft 2 gleich mit Protoss weiter eingestiegen. Und Protoss und Terraner sind sich, wie gesagt, von den Makromechanismen her sehr, sehr ähnlich. Zerg schlägt dann ein bisschen aus der Art und ich habe früher schon nicht sehr viel Zerg gespielt und auch jetzt noch nicht so viel, obwohl ich es gerne mehr machen möchte. Aber dementsprechend ist es einfach meine schlechteste Rasse, mit der ich am schlechtesten klarkomme. Von daher wird also auch dieses Spiel weit vom Optimum entfernt sein. Nichtsdestotrotz werden wir hoffentlich denselben Augenöffner erleben, den wir schon bei Protoss und bei Terran erlebt haben. So, im Grunde habe ich mich jetzt also wieder nur auf einige Dinge konzentriert. Ich wollte mich wieder nur darauf konzentrieren, dass ich eben möglichst konstant Worker baue. Dieses konstant Worker bauen funktioniert, wie gesagt, bei Zerg ein Stück weit anders, weil ich mich eben häufig gar nicht darauf versteife, dass ich Worker baue. Normalerweise möchten Zerg... Und das halten wir vielleicht hier doch nochmal kurz an. Die normale Zerg-Strategie sieht ein Stück weit anders aus. Normalerweise versuche ich als Zerg im Grunde Drohnen zu bauen. Und das ist alles. Das ist mein Hauptziel. Ich versuche konstant eben meine Larven zu injizieren, damit ich da nicht ins Hintertreffen gerate. Ich versuche konstant Worker zu produzieren. Im Grunde dauernd, ohne das eben auch nur einmal abzubrechen. Das heißt also, ich mache aus all meinen Larven Worker. Und sobald ich dann genügend Supply übrig habe, versuche ich mir meine Natural zu grapschen und vielleicht sogar noch eine weitere Hatch irgendwo hinzuschmeißen, sei es nur eine Makro-Hatch oder sei es noch an eine dritte, auch relativ leicht zu erreichende und verfügbare Expansion. Ja? Das ist normalerweise das, was ich als Zerg versuche. Nun gibt es natürlich dummerweise den Gegner, der versuchen wird, mich daran zu hindern und der ja ebenfalls Einheiten produziert. Und durch seine Einheiten, die er produziert, zwingt er im Grunde mich als Zerg zu einem gewissen Zeitpunkt, meine Worker-Produktion entweder sogar ganz abzubrechen und stattdessen nur auf Einheiten zu gehen oder meine Larven zumindest aufzusplitten in einen gewissen Teil an Workern und einen gewissen Anteil an Kampfeinheiten. Aber normalerweise, wenn ich vom Gegner nicht bedrängt werde und wenn ich auch durch Scouten zum Beispiel feststelle, dass der Gegner im Augenblick keine echte Bedrohung für mich darstellt, dann versuche ich normalerweise all meine Larven in Drohnen umzuwandeln, damit ich meine Ökonomie möglichst schnell nach oben ziehe, damit ich möglichst schnell eben eine zweite oder sogar dritte Hatch habe, damit ich möglichst schnell drei Queens besitze, mit denen ich regelmäßig meinen Larven-Inject mache und dann stehen mir auf einmal nicht nur Larven zur Verfügung, sondern dadurch, dass ich sehr, sehr früh sehr, sehr viele Drohnen gebaut habe, steht mir auch ein unglaubliches Income zur Verfügung und dann kann ich mit einem Schlag eine riesige Masse von Einheiten produzieren, mit der ich dann den Gegner umwalzen kann. Das wäre eigentlich das optimale Prinzip. Wie gesagt, leider funktioniert das in Spielen nicht so häufig so, wie ich das gerne hätte, weil eben der Gegner nun auch mitspielt und dadurch, dass es ein menschlicher Gegner ist, ist es eine sehr dynamische Situation und der menschliche Gegner kann mich ja dann nun angreifen, wann immer er möchte und ich muss halt damit rechnen. Deswegen gibt es, wie gesagt, für Zerg ein bisschen mehr zu berücksichtigen als einfach nur diese Art von Makrospiel. Trotzdem! Und auch darum geht es mir hier wieder in dieser Übung. Diese Übung ist, wie gesagt, kein realistisches Beispiel für ein Ladder-Spiel. Darum geht es bei keiner der drei Übungen, noch einmal, um das mit allem Nachdruck zu sagen. Bei keinem dieser drei Übungsspiele, die ich jetzt in den letzten Sendungen und auch in dieser Sendung gezeigt habe und noch zeigen werde, geht es nicht darum, dass wir eine sehr realistische Darstellung eines Ladderspiels haben und dass ihr das zum Beispiel direkt übertragen könntet. Worum es geht, ist das Training der mentalen Leistung und der Gedächtnisschleifen, über die wir in den früheren Sendungen gesprochen haben. Dass wir also versuchen, uns auf die wesentlichen Dinge des Spiels zu konzentrieren. Und irgendwann und irgendwo muss man ja beginnen. Man kann natürlich irgendwie sich einen Kumpel schnappen, der einen beim Trainingsspiel oder so überwacht und einem ständig ins Ohr schreit, was man jetzt bauen muss.
Das kann funktionieren, das kann vielleicht auch ganz praktisch sein. Aber wenn man sowas entweder nicht hat oder wenn man das doof findet, oder ich persönlich denke auch, dass das hier die effektivere Methode ist, wenn ich eben selbst trainieren möchte und ich möchte gerne einen Ansatz haben, ist das hier eine gute Möglichkeit, sich also selbst dazu zu zwingen, an die wesentlichen Dinge zu denken. Denn wenn ihr das erstmal regelmäßig gemacht habt und das erstmal eine ganze Weile hintereinander gemacht habt, vor allen Dingen eben mit dieser Art von Trainieren, die ich ja schon in einer der früheren Sendungen gesagt habe, dass ich also sagte, ihr versucht jetzt nicht auf einen Schlag alle Dinge zu machen, die wir jetzt hier in diesem Abschlussspiel zeigen, sondern ihr versucht euch nach und nach dahin zu arbeiten, indem ihr also einfach sagt, gut, jetzt produziere ich also erstmal 10 Spiele lang nur Drohnen und versuche dabei, mich nicht zu supply blocken. Ne? Das ist alles. Und dann macht ihr zum Beispiel 10 weitere Spiele, wo ihr sagt, okay, jetzt produziere ich nur Drohnen, versuche mich nicht zu supply blocken und immer wenn ich sehe, dass mein Geld oben zu hoch wird, dann haue ich halt eine weitere Hedge raus. Das einfach als weitere Idee. Und zwar auch ruhig in meiner Base oder auch außerhalb der Base, völlig egal. Und dann sagt ihr, okay, jetzt wo ich also zum Beispiel ständig meine Worker produziere und mich auch nicht mehr Supply blocke und auch mein Geld in Hedges ausgebe, versuche ich doch jetzt nochmal zusätzlich immer an meine Einheiten zu denken. Und das habe ich jetzt sogar ganz vergessen, viel wichtiger wäre sogar zu Beginn gleich eben an den Larven-Inject zu denken. Ja, der Larven-Inject wäre natürlich viel früher, also das heißt, ich würde eigentlich eher beginnen zu sagen, ich versuche so viel Worker zu bauen, wie ich kann, versuche mich dabei nicht zu Supply blocken. Gut, das war's schon mal für die ersten 10 Spiele. Und dann für die nächsten 10 Spiele, das ist wie gesagt nur eine Zahl, die ich jetzt generell in den Raum werfe. Es müssen nicht 10 Spiele sein, es können auch ein bisschen weniger sein, wenn ihr merkt, ihr könnt das zu einem Zeitpunkt schon besonders gut. Es können auch ein bisschen mehr sein, wenn ihr merkt, das klappt irgendwie immer noch nicht so ganz richtig. Das überlasse ich euch. Aber ich muss jetzt ja irgendeine Zahl in den Raum schmeißen. Von daher also 10 Spiele, in denen wir nur Worker produzieren und nur versuchen, uns nicht zu supply blocken. Danach 10 Spiele, wo wir versuchen, Drohnen zu produzieren, uns nicht zu supply blocken und keinen einzigen Larven-Inject zu verpassen. Keinen einzigen. Sondern der muss wirklich immer bang on sein. Ne? Die Larven fallen von der Hedge herunter und zack, injizieren wir die nächsten. Das ist die Idee. Und wenn wir das erstmal 10 Spiele lang gemacht haben, dann versuchen wir zusätzlich den Larven-Inject nicht zu verpassen, unsere Worker zu bauen, uns nicht zu supply blocken und gleichzeitig jetzt auch mal ein paar Kampfeinheiten noch zusätzlich zu bauen. So, und dann machen wir wieder 10 Spiele, in denen wir also jetzt dann noch sagen, okay, jetzt versuchen wir Worker zu bauen, jetzt versuchen wir unseren Larven-Inject nicht zu verpassen, wir versuchen uns nicht zu supply blocken und außerdem, wenn wir jetzt überschüssige Mineralien haben, hauen wir eine weitere Hedge raus. Und wenn wir dann wieder überschüssige Mineralien haben, hauen wir eine weitere Queen raus. Und dann versuchen wir mit beiden Queens unsere Larven-Injecte nicht zu verpassen und so weiter und so fort. Und so treiben wir uns schrittchenweise nach oben auf diese 8-Minuten-Marke und versuchen uns diesen mentalen Ablauf in unser Gehirn zu automatisieren. Denn wenn wir erst einmal eine Automatisierung im Hirn geschafft haben, dann wird plötzlich mentale Kapazität frei für andere Dinge. Und das ist das, worauf es uns ankommt, sowohl bei Protoss als auch bei Terraner als auch bei Zerg. Nur die Art, wie wir diese Mechanismen erreichen, die ist vielfältig. Ja, es gibt natürlich viele verschiedene Trainingsmethoden, wie man das erreichen kann. Das ist die, die ich euch jetzt vorschlage, die ihr gerne nachspielen wollt. Oder auch nicht, ist natürlich euch überlassen. Ich finde es sehr praktisch. Ich betreibe diese Übungen teilweise heute manchmal immer noch oder mache das so als Vorlauf zum Warmwerden, bevor ich in die Ladder gehe, dass ich also einfach nochmal gegen die KI spiele, einfach mal versuche, 8 bis 10 Minuten lang das hier eben nochmal zu betreiben, damit ich einfach ein bisschen warm werde. Und das ist eine gute Sache, denn wie gesagt, dadurch wird meine mentale Checklist entlastet, weil viele Dinge mir bereits so in Fleisch und Blut übergegangen sind. Und in Fleisch und Blut übergehen ist eine Metapher für Automatismus. Das heißt, ich habe so viele Prozesse bereits automatisiert, dass ich dann eben Kapazität frei habe für andere Dinge, um die ich mich kümmern muss. Das reicht bei weitem immer noch nicht. Ich merke immer wieder noch in Spielen, dass mir diese Dinge entgehen und diese Dinge entgehen. Und ich versuche immer weiter daran zu trainieren, damit auch diese Sachen irgendwann in meinen Automatismus übergehen. Aber natürlich wird das irgendwann immer schwieriger. So, jetzt also wieder zurück. Wir haben es doch noch ein bisschen hinausgezögert. So, also zurück zu Azrael. Nein, zu meinem Benchmark-Spiel, wo ich also wirklich gesagt habe, das ist jetzt quasi das Endspiel. Das ist nicht das erste Spiel, so sollte euer erstes Spiel nicht aussehen. Wenn euer erstes Spiel bereits so aussieht, dann Respekt, aber dann frage ich mich ehrlich gesagt, was ihr noch in der Bronze- und Silberliga macht, denn da gehört ihr dann definitiv nicht mehr hin. Ja, denn wer das wirklich sauber runterreißt, hat locker Goldniveau erreicht. So, und im Grunde machen wir jetzt also, wie gesagt, hier gar nichts anderes. Ich versuche also tatsächlich nur darauf zu achten, erstmal Drohnen zu produzieren, so gut wie ich kann. Ja. Aus all den Larven, die also hier tatsächlich herauskommen, die von alleine aus der Hatch herausfallen, versuche ich jetzt so lange Worker zu machen, bis ich eben genügend Mineralien treffe, um meinen Spawning Pool zu bauen. Meinen
Brutschleimpool, denn das ist ja das erste Gebäude, das ich benötige, damit ich dann überhaupt eine Queen bauen kann. Und versuche dabei, mich eben nicht zu Supply blocken. Das ist nun im Augenblick noch keine sonderlich anstrengende Aufgabe. Aber vergessen darf man es halt auch nicht, denn wenn ich das bereits jetzt vergessen würde, hätte ich eben schon einen riesen Nachteil. So, jetzt ist also der erste Punkt, wo ich keine Larven mehr übrig habe, wo ich nichts mehr produzieren kann und wo ich trotz allem etwas Geld übrig hatte, sodass jetzt mein Brutschleimpool rauskam. Jetzt habe ich inzwischen wieder ein bisschen Mineralien übrig gehabt, um eine weitere Drohne zu bauen. Die habe ich dann auch sofort in Auftrag gegeben. Und das ist eigentlich alles, was ich mache. Ne? Meine Brutstätte ist mit 4 gehotkeyed, ne? Denn ich habe wieder ein Custom-Setup und produziere, rufe meine Larven mit E auf und produziere dann auch Worker mit E. Das ist nur mein Custom-Setup. Das müsst ihr dann, wie gesagt, an euer eigenes, Hotkey-Setup ein bisschen anpassen. Aber das ist alles, was ich tue. Ich drücke jetzt also im Augenblick eigentlich nur ständig 4 und gucke hier unten rechts in die Ecke, um zu sehen, ob ich denn vielleicht Larven übrig habe. Beziehungsweise in diesem Falle drücke ich sogar einfach ständig nur 4EE, 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 um eben einfach dann sofort eine Larve zu bauen, wenn ich eine Larve bauen kann, denn im Augenblick kann ich eh nichts anderes bauen. So, jetzt hatte ich zum allerersten Mal, und ich halte nochmal kurz an, jetzt hatte ich also zum allerersten Mal, obwohl ich also ständig meine Larven verbraten habe, und obwohl hier auch noch dieser Brutschleimpool im Bau ist, hatte ich einfach 300 Mineralien übrig. Ich konnte mit diesen 300 Mineralien einfach nichts anderes machen. Ich konnte keine Larven bauen. Also ich konnte keine Drohnen bauen, denn ich hatte keine Larven übrig. Mein Supply ist hoch genug und selbst wenn er das nicht gewesen wäre, hätte ich wiederum keine Larven übrig gehabt, um einen Overlord zu bauen. Und trotzdem sind meine Mineralien über 300 geschossen. Also was mache ich mit diesen 300 Overmans? Naja, ich hau eine weitere Hedge raus. Wie gesagt, viele hauen diese Hedge jetzt hier an die Natural, um dann eben gleich die Möglichkeit zu haben, noch mehr Worker rauszuhauen, die dann eben hier abbauen. Das ist auch völlig legitim. Ich habe jetzt einfach aus Trainingsgründen und weil ich es dadurch dann leichter im Auge behalten kann, die Hedge jetzt hier in Base gebaut. Also eine sogenannte Makro-Hedge, wie die gerne genannt wird, weil sie eben ansonsten keinen weiteren Zweck erfüllt. Mit dieser Hedge kann ich ja wohl schlecht meinen. Aber ich kann mit dieser Hedge dann eben zusätzlich Einheiten produzieren, deswegen nennt man das eine Makro-Hedge. Ja, so wird die in Foren oder auch generell in der Community normalerweise bezeichnet. Aber das ist das, was ich gemacht habe. Wieder dasselbe Prinzip, das ich auch schon bei Terrana und bei Protoss angewandt habe. Ich arbeite also meine mentale Schleife ab, in der ich eben sage, okay, produziere Worker, produziere Worker, produziere Worker, produziere Supply, wenn nötig, produziere Supply. Und wenn du überschüssiges Geld hast, dann haust du halt ein Gebäude raus. Das ist alles. Das ist schon alles. Mehr befolge ich im Augenblick in meiner Liste gar nicht. Der Larven-Inject ist im Augenblick noch nicht Teil meiner mentalen Leistung, denn ich habe ja noch keine Queen. So. Übrigens vor kurzem gelesen, und das war tatsächlich ein guter Vorschlag, dumm eigentlich immer, dass die Overlords immer schön hier diesen Rally-Wakepoint nachnehmen. Ja, der jetzt hier festgelegt ist. Es wäre eigentlich viel cooler, wenn die Overlords eigentlich einfach hier hinten hinfliegen würden oder wenn sie einfach über der Hedge stehen bleiben würden. Denn so kann es einem wirklich passieren, wenn man zum Beispiel seine Armee hier von hin rallyt und der Gegner kommt, dann fliegen hier gerade die Overlords mitten rein und werden womöglich auch gerade abgeschossen, weil man gerade mit dem Kampf beschäftigt ist und nicht mehr daran gedacht hat, diesen Rally-Point mal schnell umzusetzen. Außerdem will man ja auch, dass der Rally-Point hier hingeht. Und dummerweise fliegen dann die Overlords teilweise mitten in den Kampf hinein. Also das wäre tatsächlich mal nicht schlecht, wenn man einfach die Overlords hier diesen Weg nehmen lassen würde, diesen Rally-Point nehmen lassen würde, anstatt den da, den auch die Armee nehmen. Blizzard, das wäre mal ein Vorschlag. So, was jetzt im Grunde passiert, ist eben immer noch genau dasselbe. Ja, wir haben immer noch massig Overmins, das lasse ich im Augenblick aber jetzt ganz gerne geschehen, weil ich jetzt ja diesen Punkt habe, wo ich sage, ich spucke jetzt, sobald also diese Queen hier rauskam, habe ich direkt meinen Larven-Inject gesetzt. Und ich weiß ja, sobald ich jetzt meinen Larven-Inject gleich hier ausgereift sein wird, sobald also mein Larven-Inject gleich fertig sein wird, werde ich ja jede Menge Larven übrig haben. Deswegen macht es jetzt nichts, wenn ich ein bisschen Geld anspare. Ne? Das ist jetzt kein Problem. Das ist einfach ein bisschen vorausschauend, dass ich also sage, und genau das ist vielleicht auch das größte Problem beim Zerg-Spiel, dass man also ein Stück weit eine Erfahrung entwickeln muss, wie viel Overmins sind okay. In welcher Phase. Denn, und das muss man einfach sagen, im Gegensatz zu Protoss und zu Terran, sind Überressourcen bei Zerg erwünscht. Ja, es gibt also einfach gewisse Phasen im Spiel, wo ich will, dass meine Ressourcen ein Stückchen nach oben steigen, weil ich zum Beispiel einen gewissen Plan habe, zu einem gewissen Punkt dann die Einheiten herauszuhauen. Wir hatten ja gesagt, das ist eigentlich das optimale Ziel, das Zerg-Spieler normalerweise verfolgen. Wir versuchen im Grunde eigentlich konstant nur Drohnen rauszuhauen und nichts anderes.
und Nahkampfeinheiten oder generell Kampfeinheiten erst dann zu produzieren, wenn es absolut dringend wird. Ne? Entweder dann, wenn wir halt eben zu einem Zeitpunkt sagen, okay, jetzt haben wir halt drei Bases und der Gegner hat noch nichts gemacht, jetzt wird es mal Zeit, dass wir ein paar Kampfeinheiten produzieren und ihn plattrollen, dann ist der Gegner aber schon sehr, sehr schlecht. Oder wenn wir eben einfach merken, durch Scouts oder durch andere Dinge, dass der Gegner uns gleich drücken wird und jede Menge Einheiten hat, dann fangen wir ebenfalls an, auch zu produzieren, beziehungsweise wenn wir sehen, okay, der Gegner fängt langsam an, Einheiten zu gruppieren und Einheiten zu maßen. Wir sollten also jetzt auch mal ein paar Einheiten einstreuen, ansonsten haben wir nachher nicht genügend Produktion, dass wir das auf einmal machen können. Aber genau für diesen Punkt, wo wir also sagen, okay, wir rennen jetzt zum Beispiel mit einem Scout zum Gegner und sehen, der hat jetzt eine Handvoll Marines, damit kommt er vielleicht gleich, dann sollten wir jetzt endlich mal unsere nächsten überschüssigen Larven dazu benutzen, um ein paar Zerglinge rauszuhauen. Damit ich aber dann halt eben auch diese Masse an Zerglingen dann auf einen Schlag raushauen kann, brauche ich natürlich Ressourcen im Überschuss. Ja? Denn wenn ich jetzt immer meine Ressourcen klein und niedrig gehalten habe, dann habe ich vielleicht genügend Larven, ich habe aber nicht mehr genügend Ressourcen, um diese Larven auch umzuwandeln. Und das ist eigentlich das wirklich Schwierige beim Zerg-Makro. Ne? Das ist das, was es eben ein Stück weit schwierig macht, dass man also sagt, ich brauche Überressourcen. Das ist gar nicht unnormal. Ne? Das ist völlig normal, dass man als Zerg ein Stück weit Überressourcen hat, weil man eben diese Ressourcen dann auf einen Schlag in eine Menge Larven produzieren, in einen Schlag Larven investieren möchte, sobald es denn dann notwendig wird. Ne? Und wann es denn dann de facto notwendig wird, das ist eigentlich das Schwierige im Spiel. Deswegen ist es jetzt also hier in dem Augenblick völlig okay, dass ich ein paar Overmins kriege. Wie gesagt, der Gedanke dahinter war, dass hier gleich Larven von der Hatch fallen werden, dass ich jetzt hier auch gleich eine zweite Brutstätte komplett fertig habe, die ebenfalls gleich Larven produzieren wird, sodass ich also plötzlich eine Runde von 10 Larven habe, die ich gerne in Zerglinge umwandeln möchte. Und 10 Larven sind nun mal, oder selbst wenn es keine Zerglinge sind, dann sind es halt Drohnen, aber 10 Larven sind in Drohnen oder in Zerglingen 500 Mineralien. Naja, und diese 500 Mineralien muss ich ja erstmal haben, deswegen ist es jetzt also völlig okay, dass ich ein bisschen was anspare und nicht einfach gesagt habe, ich habe Overmints, ich muss mal schnell eine dritte Hatch bauen. Denn das hätte uns jetzt hier nicht viel gebracht. Zeitgleich habe ich, nachdem also hier die erste Königin rauskam, gleich eine zweite Königin in Auftrag gebaut. Das ist einfach nur Zeitersparnis. Denn ob die Königin nun hier aus der Brutstätte kommt oder ob die Königin also hier aus der Hatch oder hier aus der Hatch rauskommt, das ist natürlich der Hatch letztendlich völlig egal. Deswegen habe ich hier gleich die nächste Königin in Auftrag gegeben, damit die dann gleich hier rüber watscheln kann, um dann hier ihren Larven-Inject vorzunehmen. Der Chat ist übrigens wieder an. Falls ihr also zufälligerweise im Chat sein solltet, beziehungsweise diese Show live gucken solltet, könnt ihr mir gerne im Chat was schreiben. Vielleicht kann ich ja was davon hier benutzen. So, jetzt wieder den nächsten Larven-Inject gleich nach Möglichkeit angerührt. So, und jetzt habe ich hier im Grunde einen kleinen Fehler gemacht. Das war ein bisschen ätzend. Ich hätte anstatt jetzt tatsächlich mit dieser Königin hier den Larven-Inject sofort zuzunehmen und mir dann erst diese Königin zu greifen und den hier rüber zu schicken, hätte ich zusehen sollen, dass ich mit beiden Königinnen nach Möglichkeit zeitgleich die Larven injiziere. Jetzt habe ich nämlich das Problem, dass dieser Hatch hier ein Stück weit voraus ist. Und das wird nachher beim Makrodesign wird das ein bisschen unglücklich zu steuern sein. Ja, ich habe nachher einfach ein dickes Problem, dass ich das hier nicht sauber hinkriege, ne, mit dem Larven-Inject auf beiden Hatches, weil einfach diese Hatches jetzt zu unterschiedlichen Zeitpunkten injiziert werden müssen. Und das ist ein bisschen blöd. Ja, das habe ich jetzt hier ein bisschen unglücklich gemacht. Darauf solltet ihr achten. Wenn also die zweite Königin kommt, dann wartet ab, bis beide Königinnen ihren Larven-Inject parallel machen können. Dadurch fällt es euch nachher leichter, diese Larven-Injects auch wirklich simultan durchzuführen. Weil ihr dann einfach nicht mehr daran denken müsst, ich muss jetzt auf Hatch 1 den Larven-Inject durchführen und dann ein paar Sekunden später, jetzt muss ich aber auf Hatch 2 den Larven-Inject durchführen. Sondern ihr müsst als mentalen Punkt euch einfach nur merken, Larven-Inject, Larven-Inject, Larven-Inject. Und wenn ihr dann den einen Larven-Inject ausführt, dann führt ihr auch zeitgleich einfach den zweiten durch. Das wird euch von der mentalen Leistung her leichter fallen. Und das ist einfach nur die Idee. So, ansonsten produzieren wir hier also weiterhin einfach
so viel, wie wir mit den Larven produzieren können. Ja, hier werden gleich die nächsten Larven also runterproduziert. Wir sehen also auch jetzt immer noch Overmints, obwohl wir jetzt schon versuchen zu produzieren. Wie gesagt, das ist jetzt im Falle nicht schlimm, dass wir Overmints ansammeln, denn ich habe ja hier einen Larven-Inject durchgeführt und hier. Das heißt, hier werden gleich 4 weitere Larven herausfallen, hier werden gleich 4 weitere Larven herausfallen, zusätzlich zu den 3 Larven, die die Hatcher sowieso produziert innerhalb eines Zykluses, sodass wir dann also gleich 14 Larven übrig haben, die wir dann wieder für irgendwas nutzen können. So, ich habe jetzt einfach mal aus Verteidigungszwecken jetzt alle Larven in Zerglinge umgewandelt. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Methode, die man verwenden kann. Dass man also sagt, ich baue jetzt eine Runde lang Larven. Unsinn. Ich baue jetzt eine Runde lang Drohnen und dann baue ich eine Runde lang Zerglinge. Das kann man machen für diese Übung. Eine andere Möglichkeit wäre auch zu sagen, alles was aus dieser Hatch kommt, das wird Drohnen. Und alles was aus dieser Hatch kommt, das werden Zerglinge. Ebenfalls eine Möglichkeit. Finde ich persönlich ein bisschen schwieriger zu steuern, denn ich habe jetzt beide Hatches zum Beispiel auf einem Hotkey liegen. Muss man aber nicht. Man kann zum Beispiel auch die Hatches jetzt auf unterschiedliche Hotkeys legen. Beim zweiten Nachdenken würde ich das vielleicht sogar machen. Und dann kann man das besser steuern. Also das ist ein bisschen Präferenz. Ne? Ob ich die jetzt beide auf einer Hotkey haben will oder ob ich die jetzt auf unterschiedlichen Hotkeys haben will, damit ich dann auch etwas separater bauen kann. So, ansonsten versuche ich jetzt, wie gesagt, auch weiterhin diesen Larven-Inject nicht zu verpassen, was mir leider hier schon wieder misslungen ist. Uiuiui. Das hat aber ganz schön lange gedauert. Also man, wie ich schon sagte, Zerg ist nicht mein bestes, ist nicht meine beste Rasse. Ne? Ist ganz klar meine absolute Off-Race. Und dementsprechend baue ich jetzt also auch hier ein bisschen Unfug. So, wir haben wie gesagt immer noch Mineralien übrig. Das ist theoretisch nicht weiter schlimm. In dem Falle ist es jetzt auch wie gesagt ein bisschen problematisch, weil ich eben ja auch nur Zerglinge und Drohnen baue. Und das ist was, was man normalerweise nicht machen würde. Ich sollte jetzt aber, theoretisch wäre es jetzt wirklich sinnvoll, noch eine dritte Makro-Hatch inzwischen mal zu bauen. Ja, die hätte ich jetzt schon längst mal rausschmeißen sollen. Denn ich hätte jetzt auch schon längst eine weitere Queen dann bauen können. Also da wäre locker genügend übrig. So, Overlords kosten allerdings auch Kohle, deswegen ist jetzt eben gerade das hier ganz schön runtergegangen. Also man sieht schon, ich kann trotzdem aus 2 Hatches ganz gut meine Mineralien niedrig halten. Ja. Wie gesagt, man hätte jetzt vielleicht schon mal eine dritte inzwischen nehmen können. Aber so wild ist es nicht. Ich produziere trotzdem ganz ordentlich. Ja, und immer schön den Larven-Inject nicht vergessen. Wie gesagt, wenn euch das einmal passiert, wie das mir passiert ist, dass ich also jetzt leider das so zeitungleich habe, dann versucht es vielleicht beim nächsten Mal einfach. Ja, dass jetzt also nicht, dass ihr jetzt zum Beispiel mit dieser Queen hier abwartet, ja, bis dieser Larven-Inject auch fertig ist, bevor ihr dann wieder drauf spuckt. Das habe ich jetzt, wie gesagt, einfach nicht gemacht. Fehler von mir. Ja, ganz klarer Fehler von mir. Hätte ich auf jeden Fall darauf achten sollen. Aber ansonsten versuche ich, wie gesagt, meine Larven-Injects ganz gut zu machen. Das kann ich jetzt natürlich auch ganz gut, weil ich eben alles hier im Auge habe. Ja, ich kann ja alles hier ganz gut im Auge behalten. Aber optimal ist das nicht. Besser wäre es, wie gesagt, wenn die Queens zeitgleich ihre Larven injizieren, beziehungsweise eben dann im kurzen Abstand hintereinander. Denn das entlastet die mentale Checklist doch deutlich. So, jetzt ist unsere kurze Zeit hier sogar schon vorbei. Ich springe mal kurz zurück auf die 8-Minuten-Marke, damit wir also nochmal einen fairen Vergleich haben. So, und jetzt gucken wir uns mal an, was wir jetzt also hier haben. So, wir hatten also unseren 2 Beispielspiele, die ja, wie gesagt, relativ ähnlich waren. Ne? Wir hatten auf der einen Seite hier ein bisschen mehr, Supply als da, ja, weil wir hier eben, lustigerweise hatten wir hier allerdings ein paar Drohnen weniger, hatten dann dafür hier eben die Queens mehr, die erklären auch den überzähligen Supply. Außerdem müssen wir natürlich immer noch mit Supply rechnen, der gerade in der Mache war. Aber von daher waren die beiden sich hier relativ ähnlich, ja? Sowohl was Spielgeschwindigkeit anging, als auch was die Menge der Armee anging, als auch eben dann was die Menge der Drohnen anging. So, und jetzt wollen wir mal gucken, was wir jetzt also hier nach 8 Minuten erreicht haben. So, unser Gesamtsupply steht schon mal auf 68 von 76. Wie gesagt, das ist bei weitem nicht optimal. Das könnte vermutlich noch ein gutes Stück besser sein. Aber Zerg ist, wie gesagt, meine totale Off-Race. Von daher habe ich das also auch definitiv schlechter gemacht, als es eigentlich machbar gewesen wäre. Aber nichtsdestotrotz, 68 von 76 ist ein gutes Stück mehr als das, was die beiden hier haben im Augenblick. Wie gesagt, natürlich ist das nicht ganz fair, denn man muss immer noch berücksichtigen, dass die beiden natürlich teilweise auch Gas genommen haben, dass sie angefangen haben, schon andere Tech-Gebäude zu bauen. Eine zweite Hatch hatte allerdings zum Beispiel hier unser Spieler 2 auch schon. Ja, und auch unser Spieler 1 war bereits dabei, die zweite Hatch dann zu nehmen, nur eben auf der Natural. Also von daher ist das kein so großer Unterschied. Der größte Unterschied ist sicherlich, dass wenn zum Beispiel einer noch ein Baneling-Nest geholt hat oder wenn sich einer noch ein Roachworn geholt hat, das ist dann natürlich eine große Investition. Allerdings Roaches gebaut hatte ja zu dem Zeitpunkt auch keiner. Von daher können wir also tatsächlich sogar sagen, dass unser Beispiel hier sogar relativ repräsentativ ist. Ne?
Okay, Armee Supply. Gucken wir uns den Armee Supply an. Ich habe jetzt hier in meinem Augenblick 54 Zerglinge. Vierundfünfzig Zerglinge, meine Fresse. 54 Zerglinge. Und Drohnen habe ich 35. Und da sieht man jetzt also den riesigen Unterschied. Ja? Also das ist schon der Hammer. Ja? Wenn wir uns das mal angucken, ich habe mehr Drohnen. Ja? Wir hatten in beiden Spielen, also in beide hatten die gleiche Menge wie ich an Hatches. Spieler 1 hatte sogar eine Hatch weniger zu dem Zeitpunkt. Oder hat er eine Makro-Hatch gesetzt? Ich bin gerade nicht mehr ganz sicher. Er ist One-Base geblieben. Hat er eine Makro-Hatch gehabt? Ich glaube nicht. Also Spieler 1 hatte nur eine Hatch fertig, hatte eine zweite Hatch in der Mache. So gesehen hat er also im Grunde aus seiner einen Hatch sogar besser gearbeitet als Spieler 2. Spieler 2 hatte zwei Hatches, sogar relativ früh, hat eine sehr, sehr frühe zweite Expansion genommen. Hätte also potenziell die Möglichkeit gehabt, so zu produzieren wie ich. Denn es ist klar, aus einer Hatch produziere ich natürlich weniger Einheiten als aus zwei Hatches. Das hatten wir ja einleitend schon ausführlich besprochen, ne, dass ich natürlich mehr Larven brauche, um mehr Einheiten zu produzieren. Und mehr Larven kriege ich nur einerseits durch den Larven-Inject, andererseits eben einfach durch ein zweites Produktionsgebäude, das ich dann ebenfalls injecte. Also von daher hätte höchstens Spieler 2 überhaupt das spielerische Potenzial gehabt in dem Augenblick, um hier mitzuhalten. Aber trotzdem nicht mal annähernd. Ne? Also er hat, so, wir haben ja auch 35 plus 2 Queens. Ne? Ich habe jetzt also eine Queen weniger, ne, weil ich halt eben tatsächlich darauf geachtet habe, dass ich nur so viele Queens hätte wie möglich. Ich hätte aber locker genügend Mineralien gehabt, um zum Beispiel eine dritte Queen zu produzieren, die dann für Creep Spread oder sowas zuständig ist. Ja, oder eben auch für Anti-Air, um Air abzuwehren oder wie auch immer. Aber wie gesagt, darum soll es uns ja bei unserer Übung gar nicht gehen. Es soll ja nur darum gehen, dass wir also versuchen, uns auf diese Dinge zu konzentrieren. Und ihr könnt also schon sehen, und das ist ja das, worum es mir eigentlich bei diesen Beispielen geht, ne, dass ihr einfach selber seht, oh, guck mal. Ja, der hat im Grunde jetzt nicht mehr Hatches als ich. Der hat auch, und das können wir jetzt gerade nochmal gucken, 26 APM. Der hat also nicht mal mehr APM als ich, sogar weniger. Und trotzdem produziert er in derselben Zeit 54 Zerglinge, wo ich 7 habe. Und 35 Worker, wo ich 26 habe. Und das ist natürlich genau die Sache, um die es mir geht. Das ist dieser Augenöffner, von dem ich hoffe, dass er jetzt bei euch ankommt und einschlägt. Wo ihr wirklich jetzt da sitzt mit offenem Mund und euch denkt, what the fuck? Ja, dieselben spielerischen Voraussetzungen. Wie gesagt, ich habe sogar langsamer gespielt. Mein Handspeed war effektiv langsamer. Ich hatte genauso viele Produktionsgebäude wie zumindest Spieler 2. Ich hatte eine Queen weniger, aber das ist in dem Falle unerheblich, denn man braucht halt nur eine Queen pro Hatch, um die eben regelmäßig mit Larven zu bespucken. Und das war's. Der Rest, woran lag's? Woran lag's? Woran liegt es, dass dieser Unterschied hier so frappierend ist? Es liegt definitiv nicht in meiner Geschwindigkeit, denn die Geschwindigkeit ist ja niedriger. Ja? Es lag auch nicht an der Menge der Produktionsgebäude, die ich irgendwie rausgehauen habe. Denn wir hatten dieselben Produktionsgebäude, zumindest Spieler 2. Wie gesagt, Spieler 1 hat aus seiner einen Hatch wirklich vorbildlich produziert, wenn man das jetzt mal so im Vergleich sieht. Denn er hat ja fast dieselbe Menge an Drohnen, oder er hat sogar etwas mehr Drohnen, und er hat sogar fast dieselbe Menge an Zerglingen. Er hat eine, zwei Queens weniger, ja, wobei er die womöglich sogar hätte haben können. Ich habe jetzt nicht auf seine Mineralien geachtet. Aber nichtsdestotrotz, er ist im Supply fast gleich auf, obwohl er eine Hatch weniger hatte. Also von daher hat unser Spieler 1 hier aus seiner einen Hatch ordentlich rausgewirtschaftet, so viel wie er konnte. Es war halt nicht ganz optimal, denn er hätte tatsächlich letztendlich eben in derselben Zeit eine zweite Hatch haben können mit deutlich mehr Produktion. Aber wie gesagt, wenn es nicht an der Geschwindigkeit liegt und wenn es auch nicht an der Menge der Produktionsgebäude liegt, woran liegt es denn dann? Und das ist das, wovon wir eben die ganze Zeit gesprochen haben, die mentale Leistung. Einfach das konstante daran denken, den Larven-Inject nicht zu verpassen. Und dann eben aus den herausfallenden Larven auch tatsächlich Einheiten zu machen, vornehmlich Drohnen oder eben zu einem Zeitpunkt, wo ich das dann ja später auch gemacht habe, eben gesagt habe, okay, jetzt eine Runde Drohnen, eine Runde Zerglinge, eine Runde Drohnen, eine Runde Zerglinge. Ja? Oder eben meinetwegen zu sagen, aus einer Hatch immer nur Drohnen, aus einer Hatch immer nur Zerglinge.
Ja, gibt es mehrere Möglichkeiten, das letztendlich zu machen. Ich persönlich finde es, wie gesagt, nicht so praktisch, dieses aus einer Hedge immer Drohnen, aus einer Hedge immer Zerglinge, weil wir dann eben das große Problem haben, dass wir dann immer nur eine, wenn wir zum Beispiel nachher die Hedges an unterschiedlichen Bases haben, wie jetzt also dann hier, wenn wir jetzt zum Beispiel diese Hedge hier nicht in Base gebaut hätten, sondern wenn wir diese Hedge, so wie es eigentlich typisch ist, hier an die Natural gebaut hätten und würden jetzt zum Beispiel immer nur aus dieser Hedge Worker produzieren und immer nur aus dieser Hedge hier Einheiten, dann hätten wir das Problem, dass die Worker natürlich durch ihren Rally Point ständig hier hinlaufen und wir dann hier eine riesige Übersaturierung von Drohnen hätten, die wir jetzt sowieso auch haben. Ja, wir müssten also eigentlich schon längst mal eine Base hier draußen haben, damit wir die Drohnen mal umproduzieren können. Aber wie gesagt, darum geht es uns in unserer kleinen Makroübung nicht. Das ist nicht das, worauf wir uns bei unserer Makroübung konzentrieren wollen. Ja, und das ist, wie gesagt, also der Nachteil. Ne? Wenn ich jetzt also dann sage, ich produziere immer nur aus einer Hedge eben Drohnen und immer nur aus einer Hedge Einheiten, dann habe ich, wie gesagt, nachher dieses große Problem, dass dann eine Hedge völlig übersaturiert ist. Oder dass ich noch diesen mentalen Punkt mit einbauen muss, dass ich hier regelmäßig Worker auswähle und die hier runterschicke. Und das ist natürlich schon echt ätzend. Deswegen ist es tatsächlich einfacher zu sagen, ich produziere lieber immer eine Runde, eine komplette Runde Drohnen und immer eine komplette Runde Einheiten. Denn dann habe ich einfach den Vorteil, dass sich halt eben entsprechend die Drohnen dann hierhin verteilen und halt auch dahin verteilen. Für unsere Makroübung ist das natürlich im Grunde unerheblich, weil ja diese zweite Hedge nicht hier unten steht. Aber, und das ist wieder das nächste Problem, wenn ihr euch das durch so eine Makroübung erstmal angewöhnt habt, dass ihr immer nur aus einer Hedge Drohnen produziert und aus der anderen Hedge immer nur Einheiten produziert, dann übernehmt ihr das womöglich für euer Ranglistenspiel und dann kriegt ihr nachher ein echtes Problem. Ja? Wie gesagt, auch diese Methode zu sagen, ich baue immer eine Runde Worker und ich baue immer eine Runde Zerglinge, das ist nicht sehr realistisch. Das ist was, was ihr in einem normalen Ladder-Spiel nicht machen wollt oder werdet. Aber es ist jetzt für diese Übung einfach sehr, sehr praktisch, sich das jetzt zum Beispiel mal einzuprägen. Ne? Und es entlastet, wie gesagt, eure mentale Checkliste erstmal im Augenblick. Ne? Und ihr müsst euch nicht so viele Gedanken machen. Und darum geht es uns ja. Es geht uns im Augenblick darum, die Spielschritte zu vereinfachen. Ne? Denn wenn wir uns einfach zu viele Gedanken um zu viele Dinge machen müssen, dann machen wir vielleicht viele Dinge zeitgleich, aber nichts davon wirklich richtig. Und vor allen Dingen vernachlässigen wir die wesentlichen Schritte, nämlich diesen so kritischen Larven-Inject und dieses so kritische, ständige Produzieren mit den Larven, die wir zur Verfügung stehen haben. Und dann entstehen eben diese frappierenden Unterschiede zur 8-Minuten-Marke. Und ich meine, das ist jetzt nun wirklich frappierend. Ja? Wenn ich jetzt diese 54 Zerglinge boxe, einfach nur hier drauf gehe, ja, in mein Spiel und einfach nur sage, so, grabst dir mal diese 54 Zerglinge, das ist schon echt beeindruckend, wenn ich mir das mal angucke, und schicke die jetzt zum Gegner, der zu diesem Zeitpunkt gerade mal 7 Zerglinge hat. Na, dann machen auch diese 3 Queens, die er noch zur Verfügung hat, überhaupt keinen Unterschied. Selbst wenn er meine Armee kommen sieht und angenommen, er hat genügend Mineralien und noch genügend Larven, um tatsächlich aus 14 Larven dann nochmal 28 Zerglinge zu machen, ist er immer noch nicht dicht dran. Er ist nicht mal dicht dran. Ja, und das ist schon wirklich erstaunlich. Ja. Solche Löcher entstehen dann. Und wie gesagt, es hat nichts mit Geschwindigkeit zu tun. Es war reine mentale Leistung. Reine mentale Leistung, reines Konzentrieren und Fokussieren auf den Larven-Inject und auf das Produzieren. Und dabei haben mir eben meine Hotkeys geholfen. Wie man sieht, habe ich meine Armee nicht mal gehotkeyt. Ja, denn um die Armee ging es mir jetzt hier in dem Augenblick überhaupt nicht. Sondern ich habe einfach nur zugesehen, dass ich meine Queen hier, meine Queen hier für den Larven-Inject gehotkeyed habe und dass ich eben hier meine Brutstätten auf einer Hotkey hatte, damit ich natürlich das Produzieren leichter habe. Ich habe sogar jetzt hier in dem Augenblick, habe ich jetzt gerade sogar 8 Larven übrig, aus denen ich wieder produzieren kann. Ich habe sogar auch genügend Kohle, sodass ich die mal umsetzen kann. Aber das werde ich jetzt ja auch, glaube ich, gleich machen, wenn wir das Spiel jetzt nochmal weiterlaufen lassen würden, würde man sehen, wie jetzt auch gleich diese 8 Larven hier, wir können mal kurz hier stehen bleiben, ne, und schon sehen wir, zack, jetzt werden also auch diese 8 Larven hier direkt weiter produziert und das nur ein paar Minuten später, also gerade mal 1 oder 2 Sekunden später, wenn ich also noch 1, 2 Sekunden gewartet hätte, wäre ich sogar schon anstatt auf 68 Supply sogar schon auf 76 Supply und das ist dann sogar schon mehr als doppelt so viel, nee, Unsinn, das wäre 78 bei doppelt so viel, aber das ist dann fast doppelt so viel wie Spieler 1 und ein bisschen weniger als doppelt so viel als Spieler 2, aber nichtsdestotrotz eine unglaubliche Menge. So, wenn ihr das selbst nachspielen wollt,
und das selbst mal probieren wollt. Und wie gesagt, ich finde, es ist eine hervorragende mentale Übung. Ja, ihr könnt das hervorragend mental konstruieren. Dann versucht es einfach so zu spielen und herunterzuspielen, wie ich das auch gemacht habe. Ja. Am Anfang einfach nur versuchen, Worker zu produzieren. Kein fauler Extractor-Trick oder sowas, sondern einfach nur ständig, sobald die Larve quasi hier frei wird, direkt die Worker produzieren. Das klappt, wie gesagt, durch Hotkeys ganz gut, indem ihr also einfach, in meinem Falle war es jetzt, wie gesagt, 4 EE, ja, denn ich wähle meine Larven mit E aus und produziere auch Drohnen mit E. Das heißt, also, was ich dann im Grunde hier anfangs immer nur mache, ist ständig nur 4 EE, 4 EE, 4 EE, 4 EE, andauernd. Ich kriege dann hier auch ständig die Meldung, wo er mir sagt, wir haben nicht genügend Mineralien, wir haben nicht genügend Mineralien, ne? Weil das eben nicht da ist. Aber ich drücke einfach 4 EE, 4 EE, 4 EE, damit eben so bald wie möglich hier eben diese Worker rausgehauen werden. Ja, und dann produziere ich halt so lange Worker, bis ich eben merke, oh, ich kann gerade keine Worker produzieren, weil ich keine Larven habe. Ich habe aber genügend Kohle, um den Brutschleimpool zu setzen. Und dann setze ich den Brutschleimpool. Dann wird in der Zwischenzeit wieder hier ein paar Larven frei. Also weiter, 4 EE, 4 EE, ständig weiter Worker rausgehauen. So, sobald ich dann genügend Geld übrig habe, also immer weiter schön die Worker bauen, und irgendwann werde ich dann genügend Kohle übrig haben, um hier diese zweite Hatch zu setzen. Und dann haue ich die zweite Hatch raus, denn der Brutschleimpool wird zu dem Zeitpunkt noch nicht fertig sein. So, sobald dann der Brutschleimpool fertig wird, immer weiter schön meine Drohnen bauen, und sobald der Brutschleimpool fertig ist, ich ständig Drohnen baue, aber wieder merke, ich habe jetzt hier 150 Mineralien übrig, dann haue ich halt eben meine Queen raus. Und zwischendrin natürlich nicht vergessen, meine Overlords zu produzieren. Das wird euch am Anfang dann wahrscheinlich sehr in die Quere kommen, wenn ihr versucht, all diese anderen Dinge zu berücksichtigen. Und das ist ja genau das, wovon ich rede. Das ist normal. Wenn ihr versucht, etwas Neues in euer Spiel zu integrieren und euch auf neue Dinge zu fokussieren, dann werdet ihr, wenn ihr euch auf 4 oder 5 Dinge auf einmal konzentrieren müsst, garantiert irgendwas davon vernachlässigen. Mindestens eine Sache, vielleicht sogar gleich 2 oder 3 Sachen, die euch dann ständig durcheinander gehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr versucht, eure Spiele nicht immer auf einen Schlag immer alles zu machen und alles zu erledigen, sondern dass ihr euch halt langsam rantastet, ne? Mit dieser Methode, die ich eben vorhin genannt habe, wo ich sagte, versucht 10 Spiele, euch nur auf das zu konzentrieren oder auf diese 2 Dinge. Und dann versucht ihr bei den nächsten 10 Spielen, euch dann auf 3 Dinge zu konzentrieren. Und dann bei den nächsten 10 Spielen auf 4 Dinge. Und dann bei den nächsten 10 Spielen wieder auf 5 Dinge. Und so erweitert ihr schrittchenweise eure mentale Checklist und werdet dabei auch schrittchenweise besser werden, ne? Und wie gesagt, diese 10 Zwischenspiele, ja, dieses jedes 10. Spiel, das fände ich geil, wenn ihr mir das schicken könntet. Ja, wenn ihr mir jemals dieses 10. Spiel, oder wenn ihr halt weniger macht, halt dann eben jedes 8. Spiel oder so. Aber wenn ihr mir genau diese Zwischenschrittspiele, ne, wo ihr immer am Ende einer Phase seid, wenn ihr mir die schicken könntet, das wäre super geil. Ja, das würde ich wirklich gern sehen. Und ich denke, das wäre auch für viele andere, die Sendung gucken, ein wirklicher Augenöffner, einfach plötzlich zu sehen, wow. So kann ich mich also doch relativ einfach und relativ schnell verbessern. Und es ist machbar, glaubt mir. Es ist wirklich machbar. Ja, und dann eben, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo ich dann halt eben hier die Queen draußen habe, Larven inject, nicht vergessen, und gleich die zweite Queen in Auftrag geben. Und sobald dann die zweite Queen draußen ist, macht nicht den Fehler, den ich gemacht habe, sondern wartet darauf, bis beide Queens zeitgleich injizieren können. Und dann injiziert ihr einfach hier, und dann konzentriert ihr euch nur noch darauf. Larven injizieren, und sobald die Larven raus sind, produzieren. Und zwar immer eine Runde Worker, eine Runde Sörglinge, eine Runde Worker, eine Runde Sörglinge, eine Runde Worker, eine Runde Sörglinge. Und das bis zur 8-Minuten-Marke. Ihr werdet, wie gesagt, überrascht sein. Und ich hoffe, ihr wart jetzt schon sehr überrascht, wie plötzlich aus diesem Ergebnis hier dieses Ergebnis wird. Und das ist der Hammer. Ja, das ist wirklich erstaunlich. Und vor allen Dingen, wenn es euch dann selber glückt, werdet ihr wirklich merken, wow, heilige Scheiße, ja, das hat echt was gebracht. So, wenn ihr mir diese Replays zuschicken wollt, und dasselbe gilt auch nochmal für euch Terrence und für euch Protoss-Spieler da draußen und für euch Zerg-Spieler natürlich ganz genauso, schickt mir diese Zwischenspiele. Ja? Versucht also, immer wie gesagt, 10 Spiele lang euch auf 2 Dinge zu konzentrieren, dann die nächsten 10 Spiele auf 3 Dinge, dann die nächsten 10 Spiele auf 4 Dinge und so weiter und so fort. Ja? Bis ihr dann halt eben zum Schluss tatsächlich an dem Punkt seid, wo ihr alles halbwegs gut versucht in den Griff zu bekommen. Und das eben dann einfach durch Training und durch mehrere Spiele hintereinander dann versucht zu verbessern. Und schickt mir, wie gesagt, immer diese Zwischenspiele. Ihr werdet erstaunt sein, wie ihr plötzlich in eurem Supply zunehmt und wie plötzlich eben eine 54-Sörkling-Armee dasteht, im Gegensatz zu einer 7-Sörkling-Armee. Und das ist, wie gesagt, ich fand's wirklich phänomenal, als ich das auch damals, als ich, wie gesagt, selbst noch Bronze und Silber war und das zum ersten Mal ausprobiert habe, ich war
Ich war baff. Ja? Und von da ab habe ich mich wirklich auf Strategie und ähnliche Dinge überhaupt nicht mehr fokussiert. Ich habe nicht mehr in Foren erstmal gelesen. Ich habe also all diesen ganzen Kram, wo sie sagten, ja, mach halt mal Foregate. Oder, also weil ich mit Protoss gespielt habe, ne, gab es natürlich diese speziellen Taktiken, wo man sagte, mach halt eben mal Proxygate, mach halt mal Foregate, versuch mal mit dem Cannon Rush oder sowas. All solche Sachen, die mir Leute teilweise vorgeschlagen haben, völliger Humbug. Ne, völliger Humbug. Ich habe gar nicht mehr darauf versucht, mich zu konzentrieren. Ich habe nur noch in den ersten 8 Minuten, natürlich habe ich einmal versucht, mich darauf zu konzentrieren, dass der Gegner mich nicht cheest. Ne, das war die erste Sache, auf die ich mich konzentriert habe. Und nachdem ich das dann aber erstmal abgesichert hatte, nachdem ich also quasi meine Base erstmal sicher gemacht habe und sicher sein konnte, er cheest nicht, habe ich anschließend nur versucht, mich eben bis zu der 10-Minuten-Marke oder sowas auf meine reinen Makromechanismen zu konzentrieren. Und dann bin ich, wie gesagt, ziemlich schnell von Bronze nach Gold aufgestiegen. Das ging wahnsinnig schnell. Innerhalb von, ich weiß gar nicht, ich hab Silber fast übersprungen. Also ich bin dann erst nach Silber, habe in Silber irgendwie 1, 2 oder 3 Wochen gespielt und bin dann direkt nach Gold. Also das ging wahnsinnig schnell. Ne? Das hatte das MMR dann relativ schnell erkannt, dass ich mich da enorm verbessert hatte in meiner Produktionsleistung. Ne? Und dann von Gold nach Platin waren dann damals, weil damals gab es nur 5 Ligen, als ich nach Platin aufgestiegen bin. Glaube ich. Ich meine schon. Oh, da gab es noch schon Master. Ich überlege gerade, als ich nach Platin aufgestiegen bin, gab es, glaube ich, dann schon Master. Da war Master, glaube ich, dann schon eingeführt. Aber wie gesagt, da war dann noch ein paar andere Schritte zusätzlich möglich. Da reichte dann reine Produktion nicht aus. Ne? Aber bis dahin ging das wirklich gut. Ne? Also von daher, versucht das mal selbst. Wenn ihr mir Replays also schicken wollt, und wie gesagt, ihr Terrence und Protoss und Zerg, ihr seid alle aufgefordert, schickt mir diese Zwischen-Replays. Ja? Also insgesamt wären das dann ungefähr 4 bis 5 Replays von euren Zwischenschritten. Schickt sie mir zu an creative-learning@gmx.de. Ich brauche noch weitere Replays zum Thema Cheese. Da suche ich immer noch Replays. Ich habe jetzt mal über se2replay.com ein paar Replays rausgesucht. Ich werde also in naher Zukunft auch ein paar Replays über Cheese machen. Wir werden aber auch auf jeden Fall wieder auf diese Makroübung zurückkommen und uns dann, wie gesagt, von dieser Basis jetzt, wo wir also gesagt haben, okay, wir produzieren einfach nur Tier-1-Einheiten und das war's und achten halt einfach nur darauf, dass wir die mentalen Schritte abhaken, die wir abhaken müssen und die für unsere Produktion relevant sind. Denn nur darum geht's in dieser Übung. Und von da ausgehend wollte ich auf jeden Fall noch, dass wir dann im Grunde mal unsere Build-Order noch verändern. Dass wir also sagen, okay, jetzt wollen wir mal nicht nur Tier-1-Einheiten haben, sondern jetzt wollen wir auch Tier-2 oder Tier-1,5-Einheiten haben. Und wie können wir jetzt denn unsere mentale Checkliste abändern, um das eben schrittchenweise ebenfalls zu integrieren? Das werden wir also auch noch machen. Ich weiß noch nicht genau, was als nächstes drankommen wird, aber das wird auf jeden Fall Thema einer der nächsten Sendungen sein. So, bis dahin hoffe ich, bleibt ihr mir gewogen, übt schön. Und schickt mir die Replays von euren Übungen, denn das wäre wirklich super geil. creative-learning@gmx.de, das ist die Adresse. Schickt es mir zu und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal.